Willkommen bei Bürgersicht und herzlichen Dank dafür, dass Sie sich als Herausforderer des amtierenden Bürgermeisters den Interviewfragen von Bürgersicht zur Verfügung stellen. Kommen wir zur ersten Frage. Betrachtet man die letzten 18 Jahre Kommunalpolitik in Geisenfeld, so gab es alle 6 Jahre einen neuen Bürgermeister. Wäre es jetzt nicht mal an der Zeit, einen amtierenden Bürgermeister für weitere 6 Jahre seine Arbeit machen zu lassen, selbst wenn er so umstritten ist wie der derzeitige? Ja, der Bürgermeister und das Stadtratsgremium werden ja von unseren Bürgerinnen und Bürgern alle 6 Jahre neu gewählt, und ich denke, das macht da Sinn, weil unsere Bürgerinnen und Bürger können entscheiden, ob sie zufrieden waren mit der Arbeit, mit der Person und dem eingeschlagenen Weg. Meiner Meinung nach stehen derzeit gravierende Schwerpunkte hinten an, anstatt oberste Priorität zu erhalten. Und das muss sich jetzt zum Zeitpunkt der neuen Wahlen ändern. Und nach wie vor ist natürlich auch mein fester Entschluss, genau das zu tun. Also die letzten 18 Jahre in Geisenfeld muss man schon etwas genauer betrachten. Der erste von den 3 Bürgermeistern wurde 1996, also vor 18 Jahren, bereits wiedergewählt. Der zweite wurde 2002 gewählt und konnte 2008 aus Altersgründen nicht mehr antreten. Heuer, 2014, gibt es meiner Meinung nach keinen Grund für ein Weiter-so. Aber der Wähler wird seine Entscheidung wohl zu treffen wissen. Wenn er für die nächsten Jahrzehnte jedoch Kontinuität will, sollte er einen der beiden jüngeren Bewerber den Vorzug geben. Ihre Position beim Bau einer von der Stadt zu finanzierenden Umgehungsstraße ist bekannt. Ist es für Sie unmöglich, auf die Position der Gegenseite einzuschwenken? Und was soll der Bürger von den derzeit gehandelten Zahlen halten, nach denen wir Geisenfelder diese Umgehungsstraße fast geschenkt bekommen? Also ein grundsätzliches Umschwenken halte ich aufgrund der derzeitigen Ausgangslage für nicht möglich. Aber wir müssen in den nächsten Jahren miteinander reden und wir müssen uns aufeinander zubewegen, wenn wir in Sachen Verkehrsentlastung weiter vorankommen wollen. Zu den Kosten. Welche Summen haben Sie denn gerade bekommen? Sind Sie bei 10 Millionen? Sind Sie bei 20 Millionen? Oder darf es auch noch etwas mehr sein? Die Zuschusshöhe in Prozent gemessen ist völlig offen. Und sie ist abhängig von vielen Faktoren. Bezuschusst werden zum Beispiel nur die zuwendungsfähigen Kosten, nicht zum Beispiel die breiteren Begleitwege oder der Lärmschutz für Nötigen. Da kann schnell mal die eine oder andere Million zusätzlich, und zwar zu 100%, auf Geisenfeld zukommen. Ja, wir alle sind uns darüber einig, der Durchgangsverkehr, der muss raus aus Geisenfeld. Die Umgehungsstraßen, die sind wichtig, nicht nur für uns, sondern vor allem für die langfristige Entwicklung Geisenfelds. Weil Zukunft gestalten, das machen wir nicht bloß für heute und jetzt. Zukunft gestalten heißt für mich auch vorausschauend denken, auch für die kommenden Generationen. Es war sicherlich wünschenswert, beide Umgehungsstraßen gleichzeitig zu bauen. Aber ein Warten mit der Nordumgehung auf die Südumgehung kommt für mich zum heutigen Zeitpunkt nicht in Frage. Beim Thema sinnvolle Ausfahrts- und Umfahrungsmöglichkeiten bei den Bau- und Gewerbegebieten, da liege ich ja mit der Gegenseite auf einer Linie. Zu den angesprochenen Zahlen, ich denke, da sind wir uns auch einig, wir werden nichts geschenkt kriegen. Mein Ziel ist allerdings, die Zuschüsse so schnell wie möglich zu sichern und dann mit der offenen Kommunikation zusammen mit dem Stadtrat die notwendigen Entscheidungen treffen. In den letzten Jahren konnte man als Geisenfelder den Eindruck gewinnen, ein Bürgermeister hätte Sonderrechte und könnte schalten und walten, wie es ihm gefällt. Er müsste es mit Protokollen, finanziellen Grenzen und transparenter Stadtrats- und Bürgerinformation nicht so genau nehmen.
Tun wir für einen Augenblick mal so, als wären Sie bereits gewählt. Welche Sonderrechte würden Sie für sich gerne in Anspruch nehmen? Ja, die Kompetenzen eines Bürgermeisters, die erfordern natürlich ein gutes Fingerspitzengefühl zwischen rechtlichem Dürfen und moralischem Tun. Und genau da drin lag meiner Meinung nach das Problem in den letzten 6 Jahren. Ich persönlich, ich stehe für bürgernahe und offene Kommunalpolitik. Sowohl für unsere Privatbürger, als auch zum Wohle unserer Gewerbetreibenden. Ich werde für Sie und mit Ihnen nach praktikablen Lösungen suchen. Daher wünsche ich mir als eventueller Bürgermeister der Zukunft natürlich das Sonderrecht, diese Offenheit und diese Mithilfe von unseren Gewerbetreibenden, aber auch von unseren Bürgerinnen und Bürgern einfordern zu dürfen. Also Sonderrechte? Keine. Wirklich keine. Ganz einfach, weil es keine gibt. Wir haben in der Schule gelernt, alle Menschen sind gleich. Und ich würde sogar auf etwas verzichten, was derzeit als ungeschriebenes Sonderrecht gesehen werden kann. Nämlich der Parkplatz direkt vor dem Rathauseingang, wo meist ein dunkler Kastenwagen draufsteht. In vielen Wahlversammlungen wurde betont, die Behindertenfreundlichkeit einer Stadt. Und die eingangsnächste Parkplatzmöglichkeit, noch dazu eben und nicht eingeengt, die steht meiner Meinung nach den Menschen mit starker Gehbehinderung zu und niemandem sonst. Und nun zur letzten Frage. In den letzten Jahren haben wir von Bürgersicht auch Ihre Arbeit im Stadtrat kritisch begleitet. Jetzt haben Sie mal die Gelegenheit, uns dafür richtig die Meinung zu sagen. Ja, an der Stelle an Bürgersicht auch mal danke für die kritische Hinterfragung so mancher Themen und Äußerungen. Ich persönlich muss sagen, habe mich an dem einen oder anderen auch weiterentwickeln können. Ja. Wichtig ist mir, es muss auf der Sachebene bleiben. Ich wünsche mir auch weiterhin kritische Beiträge. Auch, was sich gezeigt hat, was mir wichtig ist, wäre ja auch eine gewisse Bürgerbeteiligung im Bereich des Informationsaustausches. Es gibt Internetforen, es gibt Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung und als solches sehe ich auch Bürgersicht mit ihren Beiträgen. Ja, das freut mich, aber ich möchte eigentlich mein Lob und meine Anerkennung aussprechen für die durchaus kritischen Worte, auch die eine oder andere Sichtweise, die man sonst nicht gefunden hat. Es war der ganzen Sache in den letzten Jahren schon förderlich. Der Bürger hatte auf die Weise die ein oder andere Informationsmöglichkeit zusätzlich. Danke, meine Herren. Ich wünsche Ihnen und Geisenfeld für den 16. März eine hohe Wahlbeteiligung, einen zufriedenstellenden Wahlausgang und den Geisenfeldern einen Bürgermeister, den sie wirklich verdienen.